Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Wie ist es in Nirvana? Wie ist es da? Kann man es beschreiben? Nicht wahr, wenn wir den Himmel der Religionen nehmen, Entschuldigung, dann wissen wir, da ist es wunderschön, da sind die Engel, da sind die ätherischen Wesen, da ist eine super hohe Seligkeit. Im Vergleich dazu ist die menschliche Seligkeit selbst beim größten Orgasmus ein Klacks. So schön ist es im Himmel, meine Lieben. Welchen Nachteil hat das Ganze? Es ist vergänglich. Und wenn es Billionen von Jahren dauert, es ist vergänglich. Und nach vielen Erfahrungen in der Himmelswelt mag sich der Mensch sehnen nach etwas, was ihm nicht mehr genommen werden kann. Und das ist das Nirvana. Wenn er sich sogar von den höchsten Himmelsebenen, die ja ganz tief sind, löst. Auch das ist mir unangemessen. Ich habe mich bereits gelöst vom Körper und von so weiter, aber von meinem Geistkörper, den will ich doch bitte gern behalten. Ich werde ganz glücklich, wenn ich sowas sage. Ich bin 76. Ich habe keine Angst vor dem Tod, brauchst nicht denken. Wenn ich jetzt wegkippe, ist mir gerade recht. Denn es kippt ja nur das weg, was ich nicht bin. Ich habe doch alles in der Welt gehabt. Was kann die Welt mir denn geben? Was kann sie mir geben als das Geschenk der Loslösung davon? Ich bitte euch. Hin und wieder erwachen so alte Tendenzen, aber nein. Meine Lieben, die Frage verbleibt, ihr wisst ja, das Buch des Lebens beschreibt, wie es in den höchsten Himmeln ist und so weiter. Wunderbar, wunderbar. Irgendwann rücken auch die höchsten, soll ich sagen, Erzengel zusammen. Huch, geht zurück in den Urgrund. Die Struktur, an der ich haftete, ist nicht ewig. Da fragt sich dann manchmal auch der höchste Erzengel, ja, was ist denn nun? Gibt's denn nicht was, was mir nicht weggenommen werden kann? Mensch zu sein ist im Augenblick das Höchste im Universum, denn du bist genau in der Mitte der Waage. Da sind die höchsten Himmel, da ist die tiefste Hölle. Und du bist in der Mitte. Und du kannst entscheiden, wohin du willst. Entscheidest du durch deine Taten, durch deine Aktionen. Also ganz einfach. Ich meine, das Buch des Lichts ist so einfach, musst du eigentlich ein Fünfjähriger verstehen. Darum gibt es ja auch das Buch des Lichts für Kinder. Also, wenn du etwas tust, fällt es auf dich zurück. Alles, was du tust, tust du dir selbst an. Regel Nummer 1, mehr gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Das war es schon, die ganzen 12 Bände. Oder 13, die jetzt bald rauskommen. 11 sind schon da. Deutsche Übersetzung vom Buch des Lichts. Alles, was du tust, fällt auf dich zurück. Ja, was gibt es denn für ein höheres Wissen? Liebe Schulkinder. Liebe Kinder, die ihr auf dem Schulhof einen anderen das Handy abstreift und ihm auch noch einer reingebt und sagt, hey, 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 du kriegst eine rein, irgendwann. Das ist sogar physisch bewiesen durch das Gesetz, durch das Meyersche Gesetz der Erhaltung der Energie. Alles, was du ausgibst, kommt zurück. Ihr könnt euch vorstellen, was auf euch noch alles wartet, warum wir überhaupt auf dieser Ebene sind. Aber das ist die beste Ausgangsposition, die beste Startrampe nach Nirvana. Nun wissen wir, wie es in Nirvana ist. Ja. Nein, wissen wir vielleicht noch nicht. Wie es in den höchsten Himmeln ist. Gut, wunderschön, wunderschön. In der Hölle auch, da reden wir am anderen Mal drüber. Aber wie ist es in Nirvana? Pass mal auf. Alles, was du wahrnimmst, ist veränderlich. Es sei denn, du kannst mir was nennen, was du wahrnimmst, was nicht veränderlich ist. Oder? Kannst du das? Kannst du mir irgendwas zeigen?
Jetzt, wenn du deine Wohnung nimmst, dein Haus, deine Frau, deine Mutter, deine Kinder, die sind nicht vergänglich. Na, entschuldigen mal. Du schiebst natürlich den Gedanken hinaus, dass auch sie mal sterben müssen und vielleicht sogar sterben aufgrund eines Unfalles, aufgrund eines, was weiß ich, was wir nicht hoffen wollen. Aber du bist dir immer der Veränderung bewusst, immer der Vergänglichkeit, wo du hinschaust, wo du hinschaust. Entstehen Dinge und vergehen sie, ganze Universen, ganze Galaxien. Wir haben darüber gesprochen in Galaktische Kriege. Ganze Galaxien erscheinen. Warum wohl? Ach schön, diese Galaxien. Da sind sie. Ja, das sind unsere guten Nachbarn. Ja, denkste Puppe. Die sind da, um dich zu verschlingen, um deine Lebenssubstanz und dein lebenserhaltendes System zu verschlingen. Das sagt euch kein Wissenschaftler, kein Astronom, der durch seine Hubble guckt. Das sagt er euch nicht. Er macht euch vor, oh, da ist eine Partnerschaft, da ist eine kosmische Nachbarschaft. Nein, da ist ein kosmischer Kannibalismus. Ich muss das mal so radikal sagen, meine Lieben. Leben kann nur auf Kosten anderen Lebens erhalten werden. Und das gilt auch für kosmisches Leben. Das ist ja auch nur das Leben einer Galaxie, von denen ihr Wissenschaftler keine Ahnung habt. Ihr bohrt ja Löcher in den Mars. Ja, bohrt ihr mal hier ein Loch rein, damit da ein bisschen die Ignoranz rauskommt. Und wir zahlen das mit unseren Steuergeldern, diese Leute, dass die ein Loch in den Mars bohren. Ja, seid ihr denn völlig von Sinn? Also das Leben einer Galaxie kann nur erhalten werden durch das Leben einer anderen Galaxie. Und so verschlingen Sonnen ihre Systeme, zwar aufgehalten von den Lipikas und so weiter, wisst ihr alle vom Buch des Lichts, aber letztendlich. Was glaubst du, warum die Sonne da im Zentrum ist eigentlich? Was glaubst du eigentlich, was du da hast, wenn du hochschaust? Die will dich verschlingen. Die wird nur aufgehalten durch karmische Gesetze. Wir können nicht entkommen, die kann uns nicht verschlingen, aber irgendwann wird sie uns verschlingen. Kein, no escape. Ist kein Entkommen. Und immer wieder brechen wir hervor aus dem Urgrund. Lassen uns locken von der Urmaterie, von Mula Prakriti. Und immer wieder fallen wir in die Materie. Immer wieder kosten wir von der verbotenen Frucht und so weiter und so weiter. Wie wir in, habe ich es hier, Augenblick, zufällig, die wahre Bedeutung der Bibel zum Beispiel, ganz wichtig. Meine Lieben, ist denn in dem Gehetze und Getriebe der Welt nicht irgendwann mal ein Punkt, wo man sagt, das wollen wir mal ruhig verharren und bedenken, überdenken, was das Buch des Lichts uns lehrt. Alles in dieser Welt erkannt, und jetzt kommt's ganz wichtig jetzt, meine Lieben, aufgemerkt. Es sei denn, ihr schaut Bauer sucht Frau, da will ich euch nicht davon abhalten. Oder DSDS, da ist die Intelligenz versammelt, genau. So, aber wenn ihr hier noch etwas aushaltet, dann wisst ihr, alles, was ihr wahrnehmt, auch wenn es nicht gleich so scheint, zum Beispiel, ich nehme einen großen Berg wahr. Ein großer Berg, Himalaya, ne, der sieht aber aus, als ob er immer verbleibt, der denkste. Wer ein bisschen weiter denkt, der weiß auch da, nehme ich wahr, sich verändernde Strukturen. Ja, Entschuldigung. Wie ist es in Nirvana, wie es in der Welt ist, lehrt uns das Buch des Lichts mehr als irgendeine wissenschaftliche Schrift auf Erden. Und darum sage ich voraus, dass bald alle Bücher abgeschafft werden und nur das Buch des Lichts und seine Zweigschriften gelehrt werden. Kunst, Wissenschaft, Politik. Und die Politiker werden dann wissen, wir dürfen gar nicht über Menschen herrschen. Der Mensch soll nicht über den Menschen herrschen. Aus Ende. Habt ihr so eine Botschaft schon mal gehört? Nein. Es ist Zeit, meine Lieben, die wahre Bedeutung einiger Schriften zu verstehen. Sie alle weisen eigentlich den Weg zurück zur Quelle. Und diese Quelle ist jenseits der Himmel der Religion. So, jetzt kommen wir zu Nirvana. Nirvana bedeutet, dass du, wenn du sogar dein Verlangen nach den höchsten Himmelebenen überwunden hast. Es ist zum Beispiel dem Buddha gelungen. Der Guru sandte ihn fort, seinen Guru, und sagte, jetzt hast du es. Aber der Buddha sagte,
Ich war in den höchsten Himmelsebenen. Ich habe die Wesen dort gesehen, die ätherischen mit ihren ineinander fließenden Körpern, voll Seligkeit, voll. Aber dann, sagte mit meinem dritten Auge, habe ich vorausgesehen. Ich sehe, wie die sich auch plötzlich zusammenrücken und gucken und schupp, in den Urgrund eingesogen werden. Aus dem sie wieder erwachen, warum wohl? Na, ihr wisst es, aufgrund des Lebensdurstes, den sie noch haben, Trishna. Und wieder werden sie auf das Samsara geworfen, auf das Rad der Wiedergeburt, und wieder werden sie geboren, leben und sterben. Und das ist ja in Wirklichkeit ein Sterbevorgang. Wir leben gar nicht. Tja, meine Lieben, ich bin doch nicht hier, um euch zu unterhalten, da könnt ihr euch meine Platten kaufen. Ich bin hier, um euch mit dem Gesicht, mit Kopfstoß, BAM! Und ich habe mit meinem Kopf mehr Dachziegel durchgehauen, als auf dem Dach sind. Ja, habe ich gemacht früher. Bei Wigald Boning zum letzten Mal, in seiner TV-Show, hörte man nach. Sagte, du kannst Dachziegel mit dem Kopf sauen, sag, machen wir doch. Da hat er so eine Angst gekriegt, sagte, ich mache die Kamera jetzt mal ein bisschen weiter, damit man das nicht sieht. Mensch. Das Buch, das liest es auch wie ein Kopfstoß, mein Lieben. Es stößt uns zurecht. Und es sagt, die ganze Zeit hast du dich in eine falsche Richtung bewegt. Von innen nach außen. Eine notwendige, weiß nicht. Aber auf jeden Fall eine leidverursachende. Ja? So, wie ist es in Nirvana? Nirvana bedeutet, dass du nichts Vergängliches mehr erkennst. Also ist Nirvana das Selbst? Nein. Auch Nirvana ist Anatta. Auch du bist nicht Nirvana. Es ist ein dir angemessener Zustand. Während du in der Welt, Erde, Hölle, Erde, Himmel, vergängliche Strukturen erfährst, hört dies in Nirvana auf. Ist ein zeitlos ewiger Zustand. Ist das wirklich Todlose, frei von Dauer? Was die Religionen sich erhoffen, dass etwas, das einen Anfang hat, kein Ende hat, das ist kindisches Denken. Das ein Anfang hat, hat ein Ende. Aber Nirvana, das ist der höchste Zustand. Was da, wenn man so will, geschieht und erkannt wird, ist ein sich nicht veränderndes. Das kannst du empirisch nur erfahren durch die Lehre. Und durch die Seelenatmenmeditation. Ehre sei dem Buch des Lichts. Um es nochmal zu betonen, in Nirvana nimmst du keine Veränderung wahr. Aber das nimmst du wahr. Nichts verändert sich. Das kommt, wenn du dich von der Anhaftung an den an sich verändernde Strukturen löst. Aber du bist doch dann nicht zerstört. Du nimmst nur keine Veränderung mehr wahr. Löse das Rätsel. The light in you, the light in you, the light in you. Tossing and turning, inside you're burning, longing to reach the goal. All your illusions turned into confusion, and you don't know anymore what to do. You don't need anything else than the light in you. You don't need anything else than the light. Wherever you are, wherever you go, whatever you do, you don't need anything else than the light in you. You don't need anything else than the light in you. Wherever you are, wherever you go, whatever you do, you
for answers where you can't find them. You were too blind to see. It's all inside you once you decide to listen to the truth in you. In you. You don't need anything else than the light in you. You don't need anything else than the light in you. Wherever you are, wherever you go, whatever you do. You don't need anything else than the light in you. You don't need anything else than the light in you. Wherever you are, wherever you go, whatever you do. Light.